Ja, Lumani Headquarter Besuch ist da. Henrik Rödel, wir begrüßen dich. Hallo. Ja, wir wollen diese Gelegenheit nutzen, dass du hier bei uns bist, um ein, zwei Fragen zu stellen, die ein bisschen aktuell sind. Aber wir fangen mit einer nicht ganz so aktuellen Frage an. Wir schweifen zurück ins Jahr 93. War ein nicht ganz unwichtiges Jahr in deiner Karriere. Du hast in diesem Jahr die College-Meisterschaft mit North Carolina und den Europameistertitel mit Deutschland gewonnen. Wie profitierst du heute noch von solchen Erfahrungen oder von diesen Erfahrungen? Das waren sicherlich zwei der größten Ereignisse, Sportereignisse, an denen ich habe teilnehmen können. Und man nimmt damit sportlich mit, also was eine Mannschaft mitbringen muss, um sowas zu erreichen. Natürlich auch, dass es sein kann, dass man in einem Jahr mal besonders viel Glück haben kann. Das ist in den darauffolgenden Jahren auch mal in eine andere Richtung gegangen. Aber das war natürlich ein ganz besonderes Jahr. Das glaube ich. Du bist nach deiner aktiven Laufbahn eigentlich, kann man sagen, ohne Unterbrechung auf die andere Seite der Bank, nämlich auf die Trainerseite gewechselt. Fiel dir dieser unmittelbare Übergang leicht? Ich denke schon, ich habe in den letzten Jahren meiner spielerischen Karriere schon auch mal nachgedacht darüber, was passiert, wenn. Und dann hatte ich auch die große Verletzung am Ende und hatte dann noch mal fast ein ganzes Jahr darüber nachzudenken, was dann jetzt für mich dran steht. Und ich glaube so, ja, die letzten 4, 5 Jahre meiner Karriere habe ich schon immer wieder daran gedacht, also auch in diese Richtung zu gehen, in die Trainerbranche. Und ja, dann hatte ich ein Angebot von Alba dabei TuS Lichterfelde, das zu übernehmen, und das war natürlich ein toller Einstieg. Ja, und das ist ja auch so ein Growing Process, ne? Das wächst ja auch in einem. So eine Gedanken, die kommen ja nicht von heute auf morgen. Also als 25-Jähriger hatte ich überhaupt keine Lust, Trainer zu sein. Da habe ich gedacht, das war unvorstellbar für mich, aber dann auch, wenn man älter wird, dann auch in so eine Kapitänsrolle dann reingewachsen ist, wie ich hier bei Alba Berlin, und da schon auch mehr Verantwortung trägt, dann will man und merkt man auch, dass man das eine oder andere weitergeben kann und auch will. Und dann sind die Gedanken da gereift, und etwas später in meiner Karriere war mir dann auch klar, also das ist das, was ich machen möchte. Super. Du bist in den letzten Jahren ja eigentlich mit einer der erfolgreichsten, wenn nicht der erfolgreichste Jugendtrainer in Deutschland, angefangen oder als Höhepunkt genannt der Meistertitel mit dem NWBL-Team 08/09 und jetzt ganz frisch der ja fast Durchmarsch, ich glaube nur eine Niederlage war es mit Albas erster Regiomannschaft in die Pro B. Wirst aber trotzdem nächstes Jahr bei nicht in Berlin, sondern beim TÜV Trier auf der Headcoach-Position ja, deine Arbeit aufnehmen. Freust du dich auf dein Comeback in der Bundesliga? Ja, sehr. Also ich habe dann eine wirklich große Chance bekommen, ein Programm, das zu mir passt. Die wollen da was aufbauen und sich langfristig in eine gute Richtung entwickeln. Und ich bin auch sehr froh darüber, dass ich diese Chance bekommen habe. Und natürlich aber auch eine Riesenzeit gehabt hier jetzt in Berlin. Also 17 Jahre in Spieler- und Trainerfunktion gehen ja nicht spurlos an einem vorbei. Aber ich freue mich auf die neue Aufgabe sehr. Für die wünschen wir dir auch viel Glück und bedanken uns für deine Zeit. Vielen Dank, Henrik.